viel, da ist für IB. Und wenn der Schnee verbrennt, er ist für IB. Forever und für Gang und für Duschur. Vom Kopf da hängen, wenn's mal schief geht, ist keine Spur. Im zweiten Berner Spiel um den Schweizer Cup zeigt Young Boys sofort einen überraschenden Kampfgeist, der schon in der fünften Minute durch Grütter zum ersten Tor gegen Grasshoppers führt. Aber die Young Boys kombinieren überlegen, erkämpfen sich in der 55. Minute eine neue Torchance, die Bähler rasch ausnützt. 2:1 für Young Boys. In der 80. Minute wird eine Rückgabe Grütters durch Singh zum 3:1 verwandelt. So endet das Spiel um den Cup, den der Captain der Young Boys, Hans Grütter, mit berechtigter Siegesfreude präsentiert.1958 können Spielertrainer Albert Singh, Eich, Schneider, Walker, Wechselberger, Zahnd, Hauptli, Alemann und Schnieder zum ersten Mal das Double-Meisterschaft Cup feiern. Bei IB spielt in diesen Jahren auch Geni Meier. Obwohl er kein Stürmer ist, schießt er in der Meisterschaft 243 Tore. Zweimal trifft er auch im zweiten Cup-Finale gegen GC. 30.000 anwesend. Und da fällt das 1:0. Andersen ist das Tor gelungen. Nach diesem Eckball getreten von Odermatt. Die Flanke von Odermatt. Wieder kommt Schürp nicht richtig zum Ball. Im Spielerknäuel drin versucht er einhändig zu fausten. Andersen reagiert am schnellsten. Und es heißt 1:0. Für die Berner. Weit getreten, Weber und Sophie. Die Servette-Abwehr inklusive Torhüter Mutter sah hier nicht sonderlich sicher aus, ist der Schwede Pritz. Die 55. Minute, das 2:1. Die Young Boys damit erstmals in diesem Spiel in Führung gehen. Nilsson, dann Gons. Wieder auf Nilsson gespielt gegen Geiger. Geiger kann nicht eingreifen und Siebeck ist da. Siebeck, der eingewechselt worden war für Bammert in der 93. Minute mit den 3:2. Gertschen holt ihn zurück. Pritz auf Nilsson, der sich heute als Vorbereiter hervortat. Gertschen, das 4:2. Die Entscheidung selbstverständlich 3 Minuten vor Schluss. Riesenjubel im Wankdorfstadion. Die Young Boys-Mannschaft auf der Ehrentribüne aus den Händen von Bundesrat Leon Schlumpf durfte Gons den vielbegehrten Pokal entgegennehmen. Ein gutes Spiel und auch ein faires Spiel. Nur eine gelbe Karte für Baumann. Gut geleitet, alles stimmte beim heutigen Cup-Final. Und